soll ich sie immer mit hinnehmen? Alles gut, ich habe nur gerade im Handschuhfach nach was gesucht. Achso, ja, okay, weil sie stehen hier so mit einem Platten vorne, ich dachte schon. Nee, alles gut, sieht nur so aus. Wollte nur was zu trinken, ich suche mein Fiji-Water. Achso, ja, okay, dann wünsche ich noch einen schönen Abend, ne? Jo. Ja, yeah, hier ist Abdel, er sagt, er ist Chauffeur von dir. Soll ich einen Tocker geben, oder? Lass ihn durch. Durch? Lass ihn Abdel. Durch, also hau ihn kaputt jetzt. Hau ihn jetzt in dem Moment, okay, wo du hast das Handy... Okay. Guck mal, du hast jetzt dein Handy am Ohr. Nimm jetzt dein linkes Bein und... Tusch ihn einfach in die Fresse, einfach in deine Fresse durch den, bitte. Okay, jetzt so mit dem Handy in der Hand noch so, durch den in die Fresse einfach, bitte. Danke, bis später. Soll ich noch was sagen? Was? Soll ich ihm noch was sagen? Ja, weiß ich nicht, denk dir was aus. Bis dann. Hallo? Hallo? Hä? Lena. Ja? Hast du meine Nummer eingespeichert? Ja, habe ich. Ja gut, dann macht das ja keinen Sinn. Selina, wie geht's dir? Alles gut? Ja, ich bin ein bisschen erkältet, aber sonst alles gut. Und bei dir? Alles gut soweit. Ja. Das freut mich doch. Ja. Okay. Hallo. Ja. Bin der Frontman speaking. Was? Selina, wo bist du denn gerade unterwegs, sag mal? Würfelpark sind wir jetzt hier. Also bin ich hier. Im Würfelpark? Das sind doch nur Assis. Ja, nee, ich stehe hier nicht, sondern ich fahre hier gerade vorbei. Ja, und wo bist du? Ich bin auch gerade im Würfelpark. Ich habe gerade mein Auto geparkt und ich spaziere jetzt hier ein bisschen. Du spazierst am Würfelpark. Ja, ein bisschen gucken, was der Abend noch bringt. Bist du eigentlich mit dem Herrn Schneibel zusammen? Zusammen? Nein. Oder meinst du jetzt unterwegs? Ja, unterwegs. Also. Ach so. Was dachtest du denn jetzt? Ja, weiß ich nicht. Deswegen war ich gerade noch ein bisschen geschockt. Nö. Nee, ich bin gerade mit dem nicht unterwegs. Der macht gerade eine. Weiß ich nicht. Ich glaube, der ist mit Janis unterwegs. Ja, gut, ich rufe dich eventuell gleich nochmal ein. Ja, ich muss kurz MPD. Können Sie bitte die Tür aufmachen? Was können wir denn für Sie tun? Ich will mir gerne Kaffee ziehen. Servus. Danke dir, Bruder. Ich will mir einen Kaffee ziehen. Okay, dann machen Sie das. Die Maschine klappt nicht, Mann. Na klar klappt die. Du bist immer nur so dumm dafür, du inkompetentes Stück Scheiße. Gut, dann machen Sie das, Herr Johnson. Ach nee, Herr Wilson, ich möchte gerne was essen. Ich habe nur noch diese Schüssel. Mensch. Soll ich es übernehmen, Sir? Alles klar. So, soll ich das super. Na, Ben. Kann man Ihnen helfen? Nee. Ich möchte jemanden anzeigen, Mann, der hat genauso eine Glatze wie der. Was machen Sie denn hier im Foyer? Im Foyer? Was heißt das? Foyer? Hier in der Lobby, in der PD-Lobby, wenn Kaffee man Ihnen nicht helfen kann. Kaffee trinken, okay. Ja. Schmeckt der Kaffee denn? Ja, schmeckt ganz gut. Ich würde gerne mal mit dem Chief reden, wenn das ist okay. Ja, der ist zurzeit leider nicht anwesend. Wer ist denn da hinten drin gerade? Würde ich Sie bitten. Ja, okay. Was ist das für ein... Bist du ein Elefant geworden, so, oder was? Kommen Sie mal raus. Ich muss nur trinken. Ja, gerne. Also wenn Sie jetzt kein Anliegen haben, bitte ich Sie auch einmal das PD zu verlassen. Ich würde gerne meinen Kaffee zu Ende trinken. Ja, den können Sie auch draußen zu Ende trinken. Ich glaube, du hast ja eher was zu erledigen, Greg. Herr Oleke? Jawohl. Ihr Architekt, der fürs Casino. Kennen Sie den? Achim. Nein, Architekt, nicht Achim, Architekt. Ach so, Architekt. Genau. Der Architekt kam hier hin und hat eine Anzeige gemacht. Was ist das denn? Weil sie ihn gerufen haben zum Club 77 und er dann belästigt wurde und fast sogar angeschossen wurde und sein Motorrad geklaut wurde. Was kann ich dafür, wenn er angeschossen wird von irgendwelchen Personen? Ja, dann gehen Sie doch mal zum Club 77. Die benehmen sich da eh wie die größten Affen. Die haben da alle Waffen, die machen den ganzen Tag Schlägereien. Da ist eine Schießerei vor dem Club 77 und da kommt trotzdem kein Schwanz hin. Stattdessen wird sich hier darüber beschwert, dass ich hier einen Kaffee schlürfe im PD. Wollen Sie mich verarschen? Ich wollte Ihnen das nur Bescheid sagen, dass Ihr Architekt heute bedroht wurde, damit Sie Bescheid wissen und auch eine Anzeige gemacht hat gegen das Club 77, damit Sie Bescheid wissen. Ja, aber wieso gehen Sie denn nicht mal zum Club 77? Ich wollte Ihnen nur Bescheid sagen, den Rest kümmern wir uns schon. Ja, da kümmert ihr euch nicht drum. Ich warte seit 2 Wochen, dass ihr euch drum kümmert. Keiner hat sich drum gekümmert. Wie gesagt, dieses ich kümmere euch, weißt du, wir kümmern uns davon, weißt du, wie viel wert das hat? Wie wenn du früher, du hast Baba gefragt, ob du darfst ein Geschenk haben, der hat gesagt, ich heile wie 100. Du hast das niemals bekommen, das Geschenk. Niemals. Genau okay, so ist das von euch. Ich bitte Sie einmal, das Revier zu verlassen. Wenn Sie ein Anliegen haben, dann können Sie hier bleiben. Ich habe ein Anliegen. Dann erzählen Sie. Passen Sie auf. Ja, ich war gestern zu Hause. Ja. Und dann habe ich eine E-Mail bekommen, wo ich ein Ticket ausdrucken musste. Dann wollte ich. Wie meinen Sie Ticket? Ja, ein Ticket halt ausdrucken. Ich musste ein Ticket. Was für ein Ticket? Reiseticket? So ein VIP-Ticket. Dann wollte ich das ausdrucken und ich habe keine Patronen mehr gehabt. Keine.
Also Sir, das ist jetzt kein Anliegen, das ist jetzt hier Nee, das geht ja weiter, verstehen Sie das nicht? Bitte? Das geht ja weiter. Achso. Dann hätte ich keine Patronen mehr von meinem Drucker, keine Druckerpatronen mehr. Dann bin ich rüber zu meinem Nachbarn gegangen und der war da gerade, der tröstet gerade Chili con Carne am Kochen. Ja. Und der wollte mich erstmal nicht reinlassen. Dann bin ich erstmal zurück in meine Wohnung gegangen. Und dann habe ich mir erstmal eine Pyjama angezogen, weil ich war die ganze Zeit Herr Ulrich, Unterhose unterwegs. Sie müssen mir nicht erklären, wie Ihr Abend ist. Können Sie jetzt sagen, nee, was Ihr Anliegen ist? Nee, das gehört eigentlich zur Story. Das ist wichtig. Schreiben Sie sich das auf. Dann schreibe ich mir das auf. Warten Sie, ich hole kurz meinen Notizbuch. Ich fange auch gerne nochmal von vorne an, wenn Sie wollen. Bitte nicht, bitte nicht. Ich habe schon verstanden. Ja. Yeah. So, können Sie mir jetzt sagen, was jetzt daran das, Gesundheit, das Wichtigste ist? Nee, das, ja, wie gesagt, dann bin ich, hab mir die Hose angezogen, das ist alles wichtig für später. Und dann bin ich nochmal zum Nachbar rüber, eine Sekunde. Hm. Ja, wenn Sie mir jetzt hier erklären wollen, dass Sie hier einen schönen Abend haben. Nee, 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 ich bin zum Nachbar rübergegangen, hab die nach einer Druckerpatrone gefragt. Man kann das ja machen unter Nachbarn, ist ja nicht schlimm, oder? Ja, das ist nicht schlimm. Also, ich denke, und Sie wollen mir sagen, dass er Sie abgezogen hat oder angeschossen oder wie läuft nee, das? Nee, 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 das war viel, viel schlimmer, viel, viel schlimmer. Und zwar bin ich dann, war der ganz nett zu mir, der hat dann gesagt, passen Sie auf, Herr Ulrike, ich gebe Ihnen die Druckerpatronen, ist gar kein Problem. Dann ist er rübergegangen und ich sollte auf das kochende Chili con Carne, auf die kochende Chili con Carne aufpassen. Dann bin ich da hingegangen zur Chili con Carne und habe ein bisschen umgerührt, tatsächlich die ganze Zeit. Und ich habe dann ein bisschen Salz reingetan. Ne? Dann ist er wiedergekommen. Möchte Sie jetzt nicht unterbrechen, Sir, aber wollen Sie mir jetzt was Wichtiges sagen oder wollen Sie jetzt nur Ihr Kaffee schlürfen und dann sagen Ihr Spaß und dann die... Nee, dann geht's ja weiter. Ja, wann geht es jetzt? Ich dann ist er wiedergekommen. Ihre Geschichte jetzt aufgeschrieben. Hier, wir brauchen jetzt den Punkt. Sagen Sie mal, was ist jetzt passiert? Der ist wiedergekommen. Wurden Sie angeschossen? Nee, 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 das wird noch krank. Das wird noch viel schlimmer. Der ist dann gekommen, ja, mit den Druckerpatronen. Und ich war dann in dem Moment gerade die Chili con Carne am Umrühren. Und er hat gesehen, dass der Salzbehälter stand etwas anders wie vorher, weil ich den ja bewegt habe. Und darauf hat er geachtet, der Psychopath. Also wusste er, dass ich da Salz reingetan habe in seine Chili con Carne. Ja, aber das ist doch jetzt so kein Anliegen. Das ist jetzt hier nur, dass Sie Salz reingelegt haben. Was, nee, was soll ich jetzt hier machen? Soll ich jetzt zu ihm hingehen und sagen, der Chili con Carne ist mit Clou, Salz oder was? Pass mal auf, der Clou kommt jetzt, mein Lieber. Der hat dann die Chili con Carne probiert und dann ist er ausgerastet. Das ist ja jetzt kein Anliegen. Das ist jetzt nee, der ist ausgerastet. Der hat gesagt, ich werde dich anzeigen, weil du mich umbringen wolltest. Ja, Herr Kollege. So, die Frage ist jetzt, wenn jetzt mein Nachbar... Haben Sie jetzt ein Anliegen oder nicht? Wenn jetzt mein Nachbar, der Björn... Pass mal auf, wenn jetzt mein Nachbar, der Björn Neumann, ne, wenn er jetzt hier hinkommt und eine Anzeige machen will, ist das irgendwie... Kann man da gegen vorgehen? Weil ich will jetzt ungern eine Anzeige deswegen an Hals haben. Sie können dazu auch noch was äußern, aber dann würden wir den Architekten dazu bestellen und Sie auch. Was hat denn der Architekt jetzt damit zu tun, verdammte Scheiße? Oder ich weiß jetzt nicht, wen meinen Sie denn? Der Björn Neumann, das ist mein Nachbar, ja, nicht der Architekt. Der Björn so, Neumann, der hat Herr Neumann jetzt damit nichts zu tun, oder? Nee, aber der Björn. Nee, der Björn hat bei uns hier keine Zeugenaussage gemacht, Sir. Nee, es geht ja auch gar nicht um Björn. So, Herr Lull, so, Herr Ulrich, so, ich werde Sie jetzt nach draußen begleiten. Ihre Faxen gehen mir schon auf den Piss. Okay, ich verstehe jetzt nicht, was das jetzt war. Herr Ulrike. Nein, Sie verstehen das nicht. Zu verlassen. Wie werden Sie das? Herr Ulrike, drei. Ich werde jetzt runterzählen. Wenn Sie sich jetzt rausbewegen, werde ich mal ganz Handfesseln geben und Sie mitnehmen. Es geht doch noch weiter, verdammte Herr Scheiße. Ulrike. Ich wurde verletzt. Es geht nicht mehr weiter. Herr Ulrike. Ich jetzt gleich runter. Nein, ich meine das jetzt ernst. Können Sie jetzt ganz kurz noch, jetzt bitte geben Sie mir zwei Minuten. Nein, nein. Die Chili con Carne, als ich reingekommen bin und der hat die Chili con Carne gesehen. Der hat die Chili con Carne gesehen, dann hat er mich abgeworfen damit und ich habe Brand Flecken wegen der... Ja, super Job. Ja, ich habe Brandflecken wegen der Bohnen. Ich habe Brandflecken wegen der heißen Bohnen an meinem Oberschenkel. Ich möchte das zur Anzeige bringen. So, jetzt einmal raus. Sie Hallo, auch bitte. Dann. Ich möchte das kurz vorstellen. Herr Rami, jetzt geh raus. Black Lives Matter. Black Lives Matter. So, hör mal zu jetzt damit. Halt die Fresse, du Scheiße! Verzieh dich jetzt mal! Verzieh dich jetzt! Komm, Platzverweis, 200 Meter, 24 Stunden. Sollten Sie nicht binnen 20 Sekunden hier weg sein, werden Sie... Hallo. Black Lives Matter. Ja, tamam, okay. Ja, okay, wir haben es doch verstanden jetzt. Hör doch mal auf damit. Ja, Sie kommen hier nicht rein. Herr, kommen Sie rein, der Herr! Ich bin ja gefesselt, ich muss mich anfesseln.
Ich bitte Sie jetzt. Ich bin gefesselt, verstehen Sie das? Ja, und dann entfernen Sie sich bitte hier vom Gelände. Auf jeden Fall, passen Sie. Sie haben jetzt einen Platzverweis bekommen. Ja, ganz kurz, eine Sekunde. Als ich dann die Chili-Konkane ablegen wollte. Ich werde jetzt nicht mehr diskutieren, Herr Oleke. Der Herr Björn hat dann die Chili-Konkane genommen, auf mich geworfen. Was für Chili-Konkane? Ich habe jetzt Brandflecken. Ich habe Brandflecken, verstehen Sie das? Ich will das zur Anzeige bringen. Herr Oleke, Sie haben sich jetzt erfolgreich dazu angemeldet, hier in die Zelle zu kommen. Ja, ist ja okay. Alles gut. Tschüss. Ja, ist ja okay. Wir gehen doch. Jetzt wollen Sie gehen, Herr Oleg. Sie sind aber ja, weil ich wollte eine Anzeige bringen, aber Sie nehmen das ja nicht ernst, mein Freund. Gehen Sie jetzt bitte. Dann werde ich den Björn heute Abend abstechen. Ja, nein, das ist Ihre Schuld. Sie stechen niemanden ab, Herr Oleg. Doch, weil Sie verstehen das nicht. Sie erzählen mir schon wieder irgendeine Chili-Con-Carne-Kacke. Ja, aber Sie hören mir nicht richtig zu. Der wird die Druckerpatronen holen und in der Zeit habe ich selbst in seine... Was für Druckerpatronen? Du hast sie doch... Sie haben die doch jetzt bekommen, die Patronen. Ich wollte doch die Tickets ausdrücken für den VIP-Status. Und dann wollte ich, hätte ich keine Druckerpatronen mehr. Schönen Abend noch, Herr Oleg. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Dann bin ich zu ihm heim und da habe ich seine Chili-Con-Carne umgerührt. Was ist das für ein Drecksauto? Schade. Können Sie mir helfen? Pisch mal du und... Ey, ganz chillig hier. Was geht bei dir? Was ist denn los? Kleine Kachpe, Sitterland. Okay. Einmal zu mir drehen. Ja. Da ist doch der Architekt. Was hat denn das damit zu tun? Hä? Was hat denn der Architekt damit zu tun? Es geht doch gar nicht erzählen um den Architekt oder Architekt. Kollege. Architekt. Es geht nicht um den Architekt, Amanakon. Es geht ja nicht um ihn, aber es geht um den Björn Neumann. Es geht darum, dass er meine Druckerpatronen wechseln wollte. Und ich bin dann reingegangen, hab dann seine Chili Con Carne umgerührt, hab Salz in seine Chili Con Carne gemacht, weil er mir die Druckerpatronen holen wollte. Und ich bin dann... Sie doch mal, was soll hören Sie mir doch mal ganz kurz zu, bitte. Sie hören mir ja gar nicht zu. Ja, aber Sie hören mir gar nicht zu. Ich finde das schade. Einmal Sendepause. Wie Sendepause? Ich war doch noch gar nicht fertig. Ja, Sie sind jetzt einmal ganz kurz ruhig. So, jetzt der Herr Architekt, erzählen Sie mal. Herr Oleg hat doch gar nichts damit zu tun direkt. Das war doch alles wegen Klopfen. Die wollen mich hier festnehmen. Die denken, ich habe die Chili-Konkane auf dich geworfen. Alles klar, Herr Oleg, dann können Sie gehen. Nee, ich will das jetzt hier wissen, was Sie hier für einen Job machen. Also, der Architekt wurde ja von Ihnen angerufen. Genau, ist der von Björn Neumann, der Bruder. Verarschen, oder? Er lacht gerade. Ist das jetzt so ein geplantes Ding hier, oder was? Nee, echt nicht. Nee, gar nicht. Ja, weiß Sie ich gar nicht. Es geht um Björn. Angepöbelt. Um was für eine Chili-Con-Carne? Ich verstehe nur Bahnhof. Herr Oleg, was machen Sie denn hier? So. Verpisch mal mit deiner Nemo-Mütze da. Geh mal da hinten, geh mal. Ich bin der Roadrunner, verzieh ich mal los, weg. Geh mal weg. Ja, warum kommt jetzt alle her? Ich bin der Mitarbeiter von Ihnen. Oder sind Sie nicht der Architekt? Ja, ich bin der Architekt. Ja, dann sagen Sie aber das. Ja, und Sie haben doch gerade ein Problem gehabt. Ich habe den Herrn Oleg das SMS geschrieben. Genau, der hat mir eine SMS geschrieben. Mit dem Barcode der Druckerpatronen. Ja, und deshalb bin ich ja auch zu Ihnen gekommen, damit wir... Sagen Sie mir erstmal, um was es überhaupt geht, ja, was genau, für eine Chili-Con-Carne. Ja. Also Sie müssen mir sagen, um was für eine Chili-Con-Carne geht. Gerade, wir gehen dann ins was für Druckerpatronen, erzählen Sie nochmal bitte alles. Ja, die Polizisten wollen das ja... Nein, Sie haben mit Ihrer Geschichte, wollten Sie uns was für eine Geschichte? Ich hab doch keinen verarscht. Ich hab doch wirklich keinen verarscht. Es geht um Björn gestern. Den Punkt... Fangen Sie einfach nochmal neu mit der Geschichte was an. Was wollen Sie von uns? Ich hab doch die Chili Con Carne umgerührt und dann war er sauer. Ja, ist ja okay, hab ich ja verstanden. Der war sauer. So, und jetzt wollte ich fragen, wenn er jetzt hier hinkommt und mich anzeigen will wegen Körperverletzung, weil ich habe ja echt schon viel Salz in seine Chili Con Carne gemacht, während er die Druckerpatronen geholt hat, okay, damit ich mein VIP-Ticket ausdrucken kann, weil ich ja keine Druckerpatronen hatte. So, jetzt Sendepause. Also ich hab's verstanden, Sie haben Angst, dass Sie eine Anzeige bekommen wegen Körperverletzung. Ja, irgendwie sowas. Ist denn der Herr schon, wissen Sie, ob der Herr schon im PD eine Anzeige gemacht hat? Ich weiß das nicht, keine Ahnung. Ich werde ein Rettinggift heute in seinem Telefon kann. Nein, hören Sie auf. Nichts machen. Lassen Und? Sie den Nachbarn in Ruhe. Das war kein Sinn, Herr Oleg. Und Sie müssen sich vorstellen, jetzt kommt erst der Clou an der ganzen Geschichte. Seine Frau. Welches Clou denn? Seine Frau, die Annegret, die war zu Hause die ganze Zeit. Und die hat das mitbekommen. Die hat allerdings wiederum telefoniert mit der Tante aus Brixburn in London. Und jetzt? Das Problem ist, dass die Englisch versteht. Die versteht Englisch. Und ich habe da ja rumgeschrien, ein bisschen geflucht auf Englisch. Und dann hat die Tante das geschnellt und hat die Polizei gerufen zum Björn nach Hause. Welche, die Londoner Polizei oder die San Andreas Polizei? Die Londoner Polizei hat die gerufen und die Londoner Polizei hat das dann zu Los Santos weitergeleitet. Wegen weil, der Frau, die zu einer Londoner Polizei die können ja,
Nee, weil die dachten, der ist häusliche Gewalt. Aber das war ja gar nicht der Fall. Es ging mir ja nur darum, meine Druckerpatronen zu wechseln. Okay, also ach, es geht um die Druckerpatronen. Yeah. Ja! Ah. Oh, ja. Aber da kam doch noch viel mehr. Also, ja, die verstehen mich halt nicht, die Polizisten. Ich, ja, ich weiß doch, auch nicht, also, wie ich das erkenne. Doch, ich hab's jetzt verstanden. Doch. Sie haben Angst vor einer Anzeige, so. Genau. Genau, ja. Und jetzt hat die Frau angerufen wegen dem Chili oder wegen dem Salz? Wegen dem Chili im Salz, nee, wegen dem Salz im Chili, so. Ja, yeah. Yeah, genau. Was war das nochmal mit London? Nee, nee, nicht die Frau hat angerufen. Der Björn hat sich beschwert. Ja, aber nee, sie haben jetzt gesagt, dass die Frau angerufen hat, weil die Frau es bemerkt hat. Nee. Beim Mann, oder wie? Ach so. Die Annie Creed war gerade am Reading mit, der, mit seiner Frau aus London. Ach aber so, die Annie Creed so selber, die Annie Creed selber, die hat nichts gehört, weil die hatte AirPods auf. Yeah. Die hat gar nichts gehört von dem Krach, weil die hatte AirPods auf. Das heißt, nur die in London, die gerade im Anruf verwickelt werden, die hat das gehört. Stopp. AirPods sind aber keine Geräuschunterdrückung. Doch, die hat die AirPods Pro. Die hat die Geräuschunterdrückung drin. Benutzen die auf der Baustelle auch immer. Das sind die dicken Dinger. Die sehen grottenhässlich aus, aber die sind gut. Ja, yeah. Also, ja, die hat, ach so, ja, weil das so laut war. Während das Salz in das Chili reingegangen ist, das war so laut. Ja, ich verstehe es. Der ist wirklich krank, ne? Dann müssen wir jetzt halt abwarten. Also, darf ich nur noch mal sagen, wie ich es jetzt im Kopf habe. Sie haben VIP-Ticket, dann wollten sie Portugal-Patrone, sind zu ihrem Nachbar gegangen, haben dann bemerkt, dass er Chili con Corne kocht, haben ihm Salz reingedrückt, weil er ihnen keine Druckerpatrone geben wollte. Genau. Und dann hat der es probiert und dann ist er jetzt irgendwie. Aber jetzt habe ich nicht mehr weiter verstanden. Genau, da kommt jetzt der Clou der Geschichte. Ne? Und zwar, dann hat er so einmal, dann wollte er wie nennt man das nochmal? Den Holz. Den Keuler? Holzkeule? Womit Sie meinen das, damit man das umrührt? Genau, wie heißt das? Keule? Holzkeule. Ach, keine Ahnung, Frank. Kochlöffel? Ich koche die nicht. Kochlöffel, genau. Ein Holzkochlöffel hat er dann so hochgehoben. Und als er dann Schwung aus dem heißen Topf gemacht hat, ist mir eine heiße Bohne gegen meinen Oberschenkel geflogen. Und das hat sehr gebrannt. Ich habe auch da einen roten Punkt. Und jetzt also ist die Frage, kann ich ihn jetzt anzeigen wegen Körperverletzung? Weil er hat sich mit der heißen Bohne, hat er mich jetzt hier angebrannt. Und wie lange war das jetzt her mit der Bohne? Das war gestern Abend. Ich würde grundsätzlich sagen, können Sie, jetzt hört sich jetzt komisch an, aber ich müsste einmal nachsehen, ob Sie da wirklich einen Punkt haben. Das ist jetzt, ich habe da ein bisschen gestern Dings hier, türkische Gazi-Joghurt habe ich drüber gemacht. Haben mir immer meine Eltern gesagt, ich soll das machen, weil das hilft. Ja, sagen Sie mal, wir können ja schon an der Schwellung sehen oder so, dass da irgendwas ist. Es kann ja nicht sein, dass am nächsten Tag alles verheilt ist, als ob da nichts wäre. Ja, das war schon, das hat wehgetan. Ich habe auch geschrien. Dann zeigen Sie mal, und das hat dann die Annegret gehört, die ist dann vom Wohnzimmer in den Flur reingerannt. Muss ich hier einen Beweis haben. Aber Herr Oleke, ich würde lieber Ihnen das von Jaila empfehlen, das ist viel, viel besser. Ja, das ist nicht so. Für nächstes Mal nehme ich dann das, ist nicht schlimm. Leider, genau. Schauen Sie. Zeigen Sie mal. Ach du Scheiße. Man sieht sogar noch richtig den Abdruck von der Bohne. Sehen Sie die? Das sieht aus, als wäre da die Bohne drin unter meiner Haut. Ja. Ach du Scheiße. Und waren Sie schon mal mit dem Team? Herr Grant, die haben sich gerade hinter Ihnen gesehen, getackelt. Habt ihr gesehen, mein Entschuldigung, die wollten kurz meinen. Das machen die wir schreiben Zeit eine Anzeige. Ja, dann nehmen Sie die fest. Was machen Sie denn hier? Ja, passen Sie auf, Herr. Kommen Sie mal her, Meier. Ich erkläre Ihnen jetzt mal was. Also. Nein, nicht, wenn die sich da gegenseitig tackeln. Dann nehmen Sie die Feste. Okay, alles klar. Gut, ich will euch nicht stören, ist eh nicht so wichtig. Ja, bis alles morgen klar, dann. Ja, ich hab's auch Komm, Ludwig, wir gehen.